Hallo und willkommen zur familienfreundlichsten Show auf ganz YouTube, der Show, wo wir die letzten 12 Packs aus diesem, fick doch mal, besten Display aller Zeiten aufmachen werden. Ich meine, oh mein Gott, wir haben so coole Sachen bisher schon rausbekommen. Falls ihr die ersten beiden Parts nicht gesehen habt, dann solltet ihr vielleicht das machen. Ich meine, ich weiß nicht, was hier passieren wird. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas Relevantes oder Interessantes rausbekommen werden. Aber ich kann euch sagen, was wir bisher hatten, das war ziemlich interessant. Dementsprechend bin ich relativ gespannt, was wir hier noch alles, sollte ich nicht auf meine Codekarten drauflegen. Oh, die Codekarten habe ich ja auch noch für Trading Card Game Online. Das könnte auch noch interessant sein. So, schauen wir uns aber erstmal an, was wir hier noch alles haben. Ich denke, von den normalen Pokémon, also von den, Nicht-Rares und sowas. Oh mein Gott, Starmie Turbo. Ist nicht mehr allzu viel Interessantes dabei, aber es geht schon wieder los, Leute. Starmie Turbo. Was ist ein Angriff? Turbostern. Dieser Angriff fügt jedem Turbo-Pokémon eines Gegners 100 Schadenspunkte zu. Ha, eine Energiekarte für 100 Schaden, das ist durchaus okay, wenn man mit Starmie spielen möchte. Zweites Turbo-Pokémon. Es geht schon wieder los. Und Elektroball. Elektroball ist fucking irrelevant. Oh, Moment, die sollte ich da hinlegen. Gott, es geht wieder los. Es geht schon wieder direkt los. Ich bin ein bisschen begeistert. Wie gesagt, Evolution Booster Packs sind der beste Shit, den es in Sachen Pokémon-Karten gab seit den Delta-Species, würde ich behaupten. Und ich lasse mir meine Delta-Species nicht kaputt machen. Die waren der Shit. Und falls ihr euch wundert, was ist das? Da kann ich jetzt die Gelegenheit ergreifen, dass ich jetzt gerade meinen Ordner hier noch rumliegen habe und... Entschuldigt mich. Und euch meine... Da. Delta-Species-Sammlung zeigen. Ach, shit, wie bekomme ich das hier am besten rein? Also, ich habe... Oh Gott. Oh Gott, Licht. Oh Gott, das ist gar nicht mal so einfach. So, ich habe einen Dragoran vom Typ Pflanze. Dann habe ich, das ist aber Holon tatsächlich, glaube ich, Taubos, oder? Ne, Delta Species sind die von dem anderen Typ Holon, sind dann die mit zwei Typen. Stahl Raichu und Elektro Kaputops. Und das war's dann mit meinen Delta Species. Aber das sind die, die ich am coolsten fand von den Karten. Einfach Pokémon, die einen anderen Typ haben, als sie eigentlich haben sollten. Ich weiß, ihr seid unglaublich interessiert daran. Aber ich dachte mir, wenn ich den Ordner jetzt da habe, muss ich euch die irgendwann mal zeigen. Das habe ich gemacht. Ansonsten ist in dem Ordner nicht allzu viel spektakuläres Zeug drin. Werde ich euch irgendwann mal zeigen, wenn ich mehr interessante Karten habe, die man da zeigen kann. Aber aktuell ist halt, das ist halt nicht so spannend. Dann wären wir nach 2 Minuten fertig, wenn ich euch den zeigen würde. Radikal, kennen wir schon, ekliges Pokémon. Gut, aber ja, das war so viel zu meiner aktuellen Pokémon-Kartensammlung. Die ist noch nicht so fantastisch. Ey, komm schon, Monitore. Ich dachte, ich hätte das deaktiviert, dass sie ausgehen könnten nach der Zeit. Warum seid ihr wieder ausgegangen? Wollt ihr mich verarschen? Geh an! Okay. Manchmal muss man mit seinem PC in einem etwas... Also ich habe eingestellt, dass sie nach 45 Minuten oder so ausgehen. Was auch immer. Hier kommt Team Rocket, Unterstützer. Beide Spieler decken alle ihre Preiskarten auf. Diese Preiskarten bleiben für den Rest des Spiels aufgedeckt. Ja, hier kommt Team Rocket. Deckt eure Preiskarten auf. Genau das, was man sich denkt, wenn man von Team Rocket spricht. Ich fände es eigentlich mal interessant, wenn es irgendeine Trainerkarte geben würde, mit der man, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas, aber mit der man das Pokémon von einem selber auf der Bank gegen eins von einem Gegner tauschen kann oder so. Ich weiß, da gäbe es vom Balancing wahrscheinlich unglaublich viele Probleme, weil man so ein fucking Quapsel gegen ein super starkes EX-Pokémon tauschen könnte, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre interessant, wenn es sowas geben würde. Oh mein Gott! Reverse Holo Glurak. Reverse Holo Glurak. Fantastisch. Aber ich freue mich nicht allzu sehr darüber, weil wir haben eventuell schon einen Glurak. Oh, Magneton! Dieses fucking Magneton. Erstmal. Fuck. Pass auf. Ich muss wieder zu meinem Ordner greifen. Es tut mir leid. Aber. Shit! Auch das nicht. Auch das ist ein anderes Magneton, was ich da habe. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte gerade, jetzt kann ich damit glänzen, indem ich zeigen kann, dass das eine Karte ist, die ich auch so das Original besitze, aber nein. Aber dieses Magneton, das war glaube ich die erste Holo, die ich damals hatte und die Geschichte, wie ich daran kam, ist auch eine bittersüße Erzählung. Und zwar habe ich so Gleise irgendwie überquert Zeugs, nicht wo man es nicht soll, sondern da, wo man sie überqueren soll, wie auch immer. Warum auch immer ich das erwähne. Nein, ich bin nicht als Kind über irgendwelche Bahnhofgleise gerannt, falls euch da wundert. Auf jeden Fall lag das dann da am Boden und ich dachte mir, Alter, ein Magneton. Und es war scheiß der Kratz und sowas. Aber es war meine erste Holo und die habe ich auf dem Boden gefunden. Und hier haben wir ein frisches Magneton. Absolut majestätisch.
Absolut, absolut, absolut majestätisch. Kann ich mich nicht drüber beschweren. So, nächstes Pack. Nächstes Pack, nächstes Glück habe ich, recht? Fuck, bekomme ich euch? Bekomme ich nicht mehr aus dem Frame raus. Naja, wie auch immer. Wie auch immer. 1, 2, 3. Bam. Und falls ihr euch übrigens wundert, weil ich jedes Mal gefragt werde, warum ich die letzten drei Karten immer nach vorn packe, das hat den Grund, weil die letzten drei Karten immer die ankommen sind, also mit dem Quadrat. Und hinter den letzten drei Karten kommt dann immer erst die seltene Karte und dann die Reverse holen. Und das heißt, wenn ich die letzten drei nach vorn packe, wenn ich die Karte dann so nach und nach vorzeige, ist dann die letzte Karte davon immer die Holo-Karte, wenn es eine ist, oder die Rare. Wenn ihr versteht, also pass auf. Dadurch, dass ich zwei vorgemischt habe, ist die vorletzte Karte Reverse Holo Quapsel und die letzte das Rare Arcani. Und das macht es ein bisschen spannender, als wenn dann nach der, keine Ahnung, X Full Art oder so dann noch irgendwie drei Uncommons kommen und man denkt sich so, was soll denn der Schwachsinn? Versteht ihr? Ja, ihr versteht schon. Das macht man einfach so, okay? Weil mir gerade auffällt, ich frage mich, ob es bei Yu-Gi-Oh! Auch so gewisse Kombinationen gibt. Weil ja, habe ich keine Ahnung davon. Surfer Pikachu. Noch eine Secret Rare. 111 von 108. Surfer Pikachu. Oh mein Gott. Gute alte Promo aus dem ersten Film, glaube ich, damals. Das ist die zweite Secret Rare, die wir haben. Ich habe das Gefühl, dass diese Secret Rares erstmal... Oh Gott, mein Kartenstapel. Oh Gott, der kippt um. Ich habe das Gefühl, dass die Secret Rares gar nicht so selten sind, aber... Zwei Wasserenergien brauchst du dafür. Ah, verdammte Scheiße. Surfer Pikachu, wir haben noch eins. Alter, Alter. Was zum Fick ist da los? Ich hätte gern noch mehr von diesen Secret Rares. Ey, ich bin ein bisschen im Hype, Leute. Ich will da noch ein bisschen mehr haben. Starmie, fuck Starmie. Geh weg. Wobei ich natürlich sowas machen könnte. So, damit das ein bisschen zusammenpasst. Das Turbo Starmie. Ich meine, wenn wir es schon mal da haben, können wir das auch dazulegen. Versteht ihr? Surfer Pikachu. Meine Fresse. Jetzt hätte ich noch gern Ballon Pikachu oder fliegendes Pikachu oder was auch immer. Und noch viele mehr. Ich frage mich, ob die Idee für Surfer Pikachu aus Pokémon Snap stammt oder ob die Karte zuerst da war. Weil in Pokémon Snap, da kann Pikachu mit Äpfeln auch auf dem Surfboard locken. Deswegen wundere ich mich. Was war zuerst? Die Karte oder der Stoppschuss? Ich weiß es nicht. Apropos, wusstet ihr, dass es auch, das gehört mit zu den seltensten... Oh mein Gott! Es ist Mega Glurak Y EX Full Art. Alter! 300 Schaden kannst du auch noch machen. Alter! Was für ein Display, verdammte Scheiße. Ich glaube, zwei Full Arts sind immer Standard, aber Alter. Dieses Pokémon fügt sich selbst 50 Schadenspunkte zu. Ich glaube, damit kann man leben. Fucking Mega Glurak Y EX. Alter! Majestätisch, absolut majestätisch. Schaut euch mal an, was allein jetzt... Wir sind noch nicht mal alle Booster-Packs von diesem Mal durchgegangen und was jetzt die Ausbeute ist. Man könnte sogar noch das Glurak hier dazulegen. Weil, warum nicht? Schaut mal, was allein die bisherige Ausbeute ist. Wisst ihr, was legen wir das Starmie weg? Das gefällt mir nicht. Die bisherige Ausbeute, verdammte Scheiße. Es ist lächerlich. Vor allem hoffe ich aber, das ist jetzt übrigens die Sache, auf die ich am meisten hoffe. Noch eine Secret Rare. Ich will noch so eine Japano-Secret Rare haben. Ich meine, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was mit denen auf sich hat. Aber ich will mehr davon haben. Das Surfer der Pikachu ist an sich auch nett, aber komm schon. Ich glaube, ich sollte dann auch mal danach googeln, wie viel die überhaupt wert sind. Ich meine, wer weiß, vielleicht sind sie ja doch selten. Ich habe nur unglaublich viel Glück, dass ich hier zwei Secret Rares in einem Display bisher hatte. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, so selten sind die nicht. Aber wer weiß, vielleicht werden sie mit der Zeit irgendwann seltener. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie ich dafür sorgen kann, dass sie mit der Zeit seltener werden. Hey, ihr wollt euch dieses XY Evolution, die Booster wollt ihr euch nicht kaufen, okay? Wollt ihr euch nicht kaufen. Denn wenn sie niemand außer mir kauft, wird die Karte selten, weil sie sonst niemand außer mir besitzt. Versteht ihr? Fucking Dicktree in der Bullshit 3D-Variante. Das will ich nicht. Ich will mein Gengar in Holo. Mir fällt gerade auf, dass Simsala auch nicht gibt. Ich weiß gar nicht, ob das Simsala wirklich aus dem ersten Set war oder nicht, aus dem späteren, wie Fossil oder Dschungel. Ich bin da leider nicht mehr allzu sehr vertraut, welche Karten es alles im ersten gibt. Wobei, hier bei Evolution sind aber nicht nur Karten aus dem ersten Booster-Pack drin.
Denn ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es einfach, dass es im ersten Turtok und Bisaflor auch gab und dementsprechend auch die Vorentwicklungen, welche hier jetzt nicht drin sind. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich glaube, wir sind hier vielleicht ein paar aus Jungle oder Fossil dabei. Ey, ich bin mir unsicher, aus welchen Sets die Artworks zumindest alle kommen. Und ein Mewtwo Level 35. Schon wieder. Dich kennen wir schon, Mewtwo. Verzieh dich. Du bist nicht die Secret Rare, die ich wollte. Gib mir mehr Secret Rares. Das ist übrigens, wisst ihr was? Das ist übrigens ein Konzept, von dem ich mir wünschen würde, dass ihr es bei den Pokémon-Karten beibehalten mit diesen random Secret Rares, die einfach so, ich meine, einfach hin und wieder bekommt. So ganz random in irgendwelchen Packs drin. Auch nicht Hode oder so, sondern einfach, ja. Manchmal hat man so eins und manchmal nicht. Einfach so komplett random quasi. Das fände ich ehrlich gesagt ziemlich cool, wenn das beibehalten wird. Denn das erhöht die Spannung noch ein bisschen, weil man rechnet mit nichts und bekommt auf einmal so ein Surfer-Pikachu. Das ist ziemlich cool. Ah, ich glaube nicht, dass sie es beibehalten werden. Aber ich würde es mir wünschen, Reverse Holo Onyx. Ich bleibe dabei. Die Karten sehen mit dem Artwork in Reverse Holo scheiße aus. Und ein Radikal. Das hatten wir schon, das hatten wir schon. Die letzten drei Packs, Leute, wir haben Bisaflor, Turtok und Raichu. Ja, ich denke, es ist die richtige Reihenfolge. Wir fangen mit Raichu an, dann kommt Turtok und dann kommt Bisaflor. Wäre, glaube ich, am besten, wenn wir einfach mit einem Glurak-Pack aufgehört hätten, aber was soll man machen? Das hätte ich vorher besser planen sollen. So, Taubos Geistesbund. Ja, Taubos X sollte es hier auch geben. Das hatten wir auch noch gar nicht. Es gibt viel, das wir noch nicht hatten, aber wir hatten so viel cooles Zeug. Eine Holo-Karte will ich noch und dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Ihr könnt mir ruhig ein zweites Glurak geben. Ich mein drittes. Und wollt ihr mich gerade verarschen? Wir haben ein mega Turtok EX Full Art. Wollt ihr mich verarschen? Ein zweiter Full Art. Alter. Was ist denn hier los? Was kannst du denn, mega Turtok EX? Diese Hydro-Kanone. 120 Schaden, 3 Energiekarten. Dieser Angriff fügt 2 Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Das ist ganz nett, aber boah, ernsthaft, wollt ihr mich verarschen? Schon wieder eine EX Full Art. Das ist jetzt die dritte. Die dritte. Was ist denn los? Ich meine, ich freue mich, versteht mich hier nicht falsch, aber es ist wieder einer der Momente, wo es kommt einem zu schön vor, um wahr zu sein, versteht ihr? Ist ja vielleicht auch der Ausgleich zu Dampfkessel. Das, was man in Dampfkessel nicht bekommen hat, bekommt man hier alles. Nämlich gute Karten. Dafür ist das Set hier doppelt so gut. Dafür ist Dampfkessel scheiße war. Gott, Dampfkessel macht mich wieder wütend, wenn ich dran denke. Also ich meine 2 Full Arts. Und bin wieder vollkommen zufrieden. So, Kampfenergie. Energie zugewinnen. Und noch ein Starmie. Na gut, liebe Leute. Letztes Pack. Und wisst ihr was? Es ist mir egal, was wir rausbekommen. An diesem Pack hängt jetzt gar nichts. Es ist egal, ob da jetzt was wirklich Gutes oder was Schlechtes drin ist. Es macht einfach keinen Unterschied. Denn wir haben all die guten Karten bekommen, die wir wollen, so ziemlich. Wobei, ein Hologenker wäre natürlich noch cool. Imakunis Dodo? Das ist auch eine Secret Rare, okay? Das sage ich jetzt zweimal. Ja gut, dann sind die Secret Rares nicht so selten. Und hey, seht ihr, das ist die Secret Rares, davon habe ich geredet. Mach davon ein bisschen mehr rein. Das ist nett so für zwischendurch. Electek. Vulpix. Es gibt Zapdos in dem. Was zum. Es gibt Zapdos in dem Set. Okay. Dieses fucking Zapdos ist definitiv aus dem anderen Set. Aus Fossil ist dieses Zapdos definitiv. Okay. Und zu guter Letzt ein Porenta. Fucking Zap! Was? Es gibt die drei Vögel hier wahrscheinlich insgesamt noch. Wie viele Karten hatte ich jetzt noch nicht? Okay, ich bin ziemlich verwirrt. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, ich sortiere die Karten jetzt kurz und dann schauen wir uns die Ausbeute mal an. Okay, seid ihr bereit? Wir haben ein liebliches. Seht ihr, das sind die Karten, die ich als gut bezeichnen würde. Das sind eine Menge. Magneton, Quappo, Gyarados, sind die normalen Holos. Fucking Glurak. Absolut majestätisch. Chanera, auch ziemlich cool. Machomai, ebenfalls ziemlich cool. Mega Bisaflor EX. Als nicht Full Art, einfach nur als Mega Bisaflor EX. Mewtwo EX. Lamus EX. Dragoran Full Art EX. Mega Turtok EX Full Art. Mega Glurak EX Full Art. Turbo Starmie. Turbo Machomai. Dingens Kokowai. Surfless Pikachu und Imakunis Dodo. Welche Nummer 109, 111 und 112 sind.
Die 110 fehlt uns noch von den Secret Rares da. Oh, da steht was in Rot da unten. Was steht da? Warte mal. Was steht da? Diese Karte kann nicht in offiziellen Turnieren eingesetzt werden. Verdammtes Dodo! Aber in inoffiziellen Turnieren kann es eingesetzt werden. Ist ja, was die Secret Rares sind. Da bin ich ziemlich begeistert davon, ehrlich gesagt, dass man da die auch wirklich bekommt, dass das interessante Karten sind. Aber, wie ich schon erwähnt habe, das beste Set bisher, was von Pokémon gab, meiner Meinung nach. Und das ist wirklich ein fantastisches Set. Und ich würde sagen, liebe Leute, das war es soweit damit. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wohl wieder mit dem nächsten oder mit dem nächsten neuen Set, wo wir uns wiedersehen werden, wird es dann tatsächlich GX-Pokémon geben. Die geilen GX-Man. Also nicht nur EX, sondern GX, weil das dann das erste Sonne- und Mond-Set sein wird. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, es ist so. Also, das wird relativ interessant. Das war der Abschluss der X- und Y-Ära, wozu ich übrigens noch ein kleines Bonusvideo habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.